So, willkommen zurück zum zweiten Teil von dem Technik Lego Power Functions Aufschraubzeugs. Das mit dem Ungeschnittenen vom letzten Mal hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das probiere ich jetzt diesmal auch nochmal. Kommt natürlich immer darauf an, ob ich es schaffe, nicht dauerhaft zu sagen. Im Übrigen, das nächste Video, das ich machen werde, wird dann so ein Mathematik-Grundkurs werden, denn 6 mal 1,5 ist eher 9 als 12, also von dem her sollte ich mal einen Mathematik-Grundkurs besuchen. Wie funktionieren diese Power Functions? Man hat bei diesem Infrarotempfänger, Infrarot, also so wie, eh schon mal gesagt, 1960, hat man zum einen hier einen Einsteller für den Kanal, denn man kann bis zu 4 von diesen Fernbedienungen nebeneinander stecken sozusagen und hat dann auch bei diesen Fernbedienungen ein Einstellrädchen Kanal 1 bis 4. Dann gibt es hier noch einen Umschalter vorwärts-rückwärts, wo er halt entsprechend dann das Signal wahrscheinlich invertiert ausgibt, das man hier einstellen kann. Und er hat hier jeweils zwei so, also digital, Klick, Klick. Nicht irgendwie analog, dass das schön irgendwie ein Analogwert übergeben wird, dass man schön anfangen könnte. Nee, das ist ein reiner Taster da drin wahrscheinlich. Und zwar rot und blau. Also er hat quasi zwei Taster. Also 4 Taster in Summe. Und man hat hier bei diesem Teil auch entsprechend, also oben Infrarotempfänger, hier Infrarotsender, hier entsprechend rot und blau, einmal in großen Teils angezeichnet, einmal hier unten in klein, rot und blau, an denen man dann im Prinzip zwei Aktuatoren anschließen kann. In dem Fall sind es mehrere, weil man die dann umschalten kann mit Zahnrädern, glaube ich. Ne, im Prinzip sind es zwei Motoren. Genau, man kann einfach zwei Motoren anschließen bei dem Abschlepper. Ja. Und die werden dann einfach nach vorne oder nach hinten gesteuert mit diesen Tastern hier. Und das Kabel, das hier rauskommt, das ist quasi das Kabel, das dann hier entsprechend irgendwie da an den Batterieblock angeschlossen wird. Ja, dann schrauben wir erstmal den Empfänger auf. Der ist relativ leicht, da wird nicht viel drin, sondern es sind zwei verschiedene Schrauben drin und ich werde mir sicher nicht merken können, wo welche Schraube hinkommt dann. Aber ich versuche es mal. Die mit dem Linsenkopf kommt Richtung Kabelausgang. Im Zweifel muss ich das Video anhalten und nochmal abspielen. Und die mit dem... Passt schon mal gar nicht. Die mit dem Senkkopf, so wie es... Oh, okay. Nee, dann hat sie es erledigt. Das kann ich mir merken, die langen kommen hinten hin, die kurzen vorne. Ist logisch. Psst, abstelligen. Upp, klack, und dann geht das Ganze schon auf. Okay, die... Oh, ich glaube, das kriege ich gar nicht raus, ne? Oh, oh. Die Kabel gehen direkt von der Platine zu den Steckern, was jetzt relativ uncool ist. Denn die sind dort direkt gekrimmt. Ich versuche mal das Teil irgendwie so rauszukriegen, dass das nicht kaputt geht davon. Man wird das schon rausgezogen kriegen. Ich gucke mal, wie weit ich es gezogen kriege, bevor die... Ne, ich muss die Krimmkontakte öffnen. Ich hoffe, ich kann die mehrfach krimpen. Ansonsten muss ich das Flachbandkabel tauschen. Aber alles für die Wissenschaft oder so ähnlich. Ich will... okay. Die gehen komplett raus. Dann habe ich Glück gehabt. Insofern, dass ich die dann auch wieder reingesteckt kriege, heißt das Ganze natürlich. Und dann... Und dann müsste irgendwann mal hier der Schnapper da oben drüber gehen und sich das ganze Teil rausziehen lassen. Hoppala. So, also ich zeige es euch mal hier. Die Kontakte sind eingekrimmt, aber die sind auch nur ins Lego gesteckt. Ich mache wieder ein großes Foto wie vorhin, dann kann ich drüber reden. Das Wichtigste, der Mikroprozessor hier unten hat einen kompletten Globtop drüber, das ist ein schwarzer Klecks, da sieht man leider nichts. Es sind zwei dicke Kondensatoren drin, Elcos. Es ist eine Diode drin, ein paar Widerstände, ein paar Kondensatoren, kleiner Transistor,
eine LED, die ganz lieblos umgebogen drin eingebaut ist. Natürlich der Infrarotempfänger und ein LB1836. Das wird wahrscheinlich irgendwie die Push-Pull-Endstufe sein. Das gucken wir uns dann nochmal an. Das gebe ich dann im Text dazu, die Erklärung davon. Die Push-Pull-Stufe, die entsprechend den Motor treiben kann. Ja, das war's auch schon. Gar nicht mal so großartig toll. Schade, dass der Hauptchip eingegossen ist. Wäre schön gewesen, wenn wir jetzt irgendwie rausfinden hätten können, was da für einer drin ist. Aber da wollen natürlich die Chinesen von Lego nicht, dass denen das Zeug nachgebaut wird. Verständlicherweise. Das muss eigentlich hier nach vorne rauszuziehen gehen. Kann ja nicht sein, dass... Nee, geht's nicht. Ich weiß es nicht. Ich kriege das nicht raus, definitiv nicht. Dann muss ich jetzt probieren, das Ganze wieder so reinzukriegen, dass der... Oh mein Gott, das sind zwei Führungsschienen, in die das Ganze eingreift. Die Platine plus... Oh, kriegt das nie wieder zusammen. Plus der Schiebeschalter, der hier oben drauf läuft. Und das jetzt so einzubauen, dass alles ineinander greift, klingt nach einem spannenden Vorhaben. Hat aber doch tatsächlich schreckenderweise funktioniert. So noch die Kontakte hier reingedrückt kriegen. Also raus gingen sie ja leicht. Raus gingen sie ja sehr leicht. Rein gehen es vielleicht ja auch nicht schwerer. Ne? Oder es ist dieser Nicht-Auseinanderbau-Diebstahlschutz, dass die jetzt einfach nie wieder zusammenzubauen sind. Ja, auch rein wieder problemlos machbar. Klack, klack, klack. Alles wieder an Ort und Stelle. Nur der Schiebeschalter geht nicht so weit hoch, wie er soll. Lego, sag nicht, dass dieser Schiebedingens zwei Drehrichtungen hat. Dann wäre ich jetzt traurig. Dann muss ich das Video doch schneiden, weil dann... Das sieht eigentlich symmetrisch aus. Wenn man mich fragt. Packen wir noch mal andersrum drauf. Riecht extrem nach Elektronik, das Teil. So, noch mal andersrum drauf packen. Nö, sieht auch nicht besser aus. Egal, schauen wir es zu, vielleicht sieht es dann besser aus. Hoffnung stirbt zuletzt. So. Das nervt so ein bisschen, dass das Ding da reibt. Das ist so laut. So. Naja, die Platine ist nicht zu 100% drin gewesen, glaube ich. Aber die wird jetzt hochgedrückt durch das Zuschrauben. Ja, jetzt passt es auch mit den Raststellungen. Ideal. Glück ist der Bit magnetisch. Ich hoffe, es wieder richtig aus zusammenbauen. Ich muss das Modell so leicht emulieren, damit ich den hier rausgekriegt habe, weil es ist so ein bisschen ins Modell eingebaut. Dann schauen wir hier rein. Hier haben wir unten eine Schraube, denn man darf ja nicht direkt an die Batterie kommen, ohne zu schrauben, laut Gesetz. Und mit der Verbindung könnten ja auch mal kleine Geschwister spielen und dass die nicht diese drei AAA-Batterien aufessen, ist da entsprechend eine Batterie drin. Dass die drei AAA-Batterien nicht aufessen, ist da entsprechend eine Schraube drin. Und in diesem Teil sind auch wieder vier Kreuzschlitzschrauben drin. Ich finde das ganz, ganz großartig. Ich finde das wirklich toll, dass Lego da richtig schön
Kreuzschlitzschrauben einbaut. Muss man sich schon nicht plagen. Geht das wirklich einfach von Hand, wenn man das mal auseinanderschrauben will. Also sehr vorteilhaft für so Leute wie mich. So, dann vorsichtig öffnen. Klack, klack, klack. Und es fällt alles entgegen. So muss das sein. Das ganze Ding hier hängt scheinbar an den Batterieclips, oder wie? Oder warum mag das hier nicht raus? Ich würde mal schätzen, dass das hier an den Batterieclips hält, dass die hier eingerastet sind. Hält aber auf jeden Fall auch sehr gut da dran, also. Oh. Das Ding kriege ich gar nicht raus. Das Ding kriege ich, glaube ich, zerstörungsfrei hier gar nicht raus. Ach, nee. Also diese Batteriedinger sind richtig gut angemacht. Ich werde es jetzt mal auslöten probieren und bin dann entsprechend gleich wieder da. So sieht das Ganze jetzt ausgelötet aus. Ziemlich unspektakulär, wie zu erwarten war. Leider Gottes, kann man da nicht viel zu sagen. Auf der Unterseite wieder der schwarze Globetop-Knüppel mit eigentlich ja, dem Chip drunter, der die ganze Steuerung macht. Leider sehen wir nicht, welcher das ist. Wir haben einen Haufen Testpunkte drauf. Wir haben oben einen kleinen FET, der für die Ansteuerung der Infrarot-LED zuständig ist. Wir haben da oben nochmal eine normale LED, die die Anzeige macht, wenn es losgeht, also in Bedrahtet. Und hier entsprechend so kleine Nupsis, die gedrückt werden, die unten drunter dann wieder auf so Goldfinger gehen. So wie eine Folientastatur, kennen wir ja, haben wir schon gesehen. Hier die zwei Schiebeschalter für die Polaritätsumstellung und hier der Schiebeschalter für den Kanal. Bin jetzt schon so ein bisschen enttäuscht, dass da nicht irgendwie was Cooles drin wäre. Vielleicht sehen hätten können, was für ein Prozessor das ist oder so. Naja, gut, das war's. Ich schraube es wieder zusammen, Leute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Nächste Woche Samstag hoffentlich ein spannenderes Thema. Bis dahin, ciao.